Der Standort der neuen Frauenklinik in Barmen ist für mich der Beginn einer neuen Ära von Spitzenmedizin für Frauen und ihre Familien in Wuppertal. Ich freue mich sehr, dass wir dort zum einen unseren Patientinnen sicherlich ein noch breiteres Spektrum an Medizin bieten können, einfach dadurch, dass die ganzen benachbarten Disziplinen, die man auch immer wieder einmal in der Therapie von der Patientin braucht, Urologie, Kinderklinik, um die wichtigsten Kooperationspartner zu nennen, in unmittelbarer Nähe sind und damit die Wege kurz und wir uns einfach auch schneller abstimmen können, wenn es darum geht, für eine Patientin die optimale Therapie zu finden. Die Kinder sind oft mit einem Transportinkubator nach Barmen gebracht worden. Das fällt alles weg. Das bedeutet kürzere Wege. Die Kinder sind direkt vor Ort, also wir haben die dann da und es wird sehr viel einfacher. Also ich freue mich sehr drauf. Für mich ist das sozusagen das medizinische Highlight des Jahres, lang ersehnt und wofür wir eigentlich seit über 20 Jahren hier in Wuppertal gekämpft haben. Ein Gesamtkunstwerk. Wir haben hochmoderne apparative Medizin vereint mit wunderschönen Kreissälen, einer wunderschönen Aussicht auf das hügelige Wuppertal. Und wir wollen dort unsere familienorientierte Geburtshilfe und individuelle Betreuung der Eltern weiter fortsetzen. Der neue Standort der Frauenklinik in Barmen bedeutet für mich und für uns alle die Möglichkeit, dort in den neuen Räumlichkeiten, in den neuen schönen Kreißsaal nochmal unsere alten Traditionen neu aufleben zu lassen und mit dem, was wir schon jahrzehntelang an guter Geburtshilfe leisten, auch weiterhin für Sie alle da zu sein und die Kinder hoffentlich alle gut bei uns zu bekommen. Für mich bietet der neue Standort in Barmen alles unter Dach und Fach. So würde ich das betiteln und ich finde das toll, dass wir den Eltern das so anbieten können, dass wir wirklich rundum alles anbieten. Und für mich persönlich ist es toll, weil ich mit dem Fahrrad zur Arbeit fahren kann. Erstmal die Freude auf ein neues Gebäude. Ich hatte noch nie die Chance, in einem neuen Gebäude zu arbeiten. Das ist erstmal ästhetisch, denke ich, schon mal sehr schön. Und außerdem auch mit dem Rückhalt der ganzen anderen Fachdisziplinen auch medizinisch ein enormer Gewinn, auf so hohem Niveau dann arbeiten zu können. Ja, das ist eine Herausforderung. Wir haben natürlich so ein bisschen Traurigkeit, ganz klar. Ne? Ich hatte, wie gesagt, 27 Jahre in diesem Haus verbracht. Es ist jetzt wieder eine neue Herausforderung für uns, neuer Standort. Es ist alles neu, alles schön und wir hoffen, dass wir unseren Geist von hier mitnehmen können und doch so weiterarbeiten, wie wir es bisher hier auch getan haben.